Yuko, der brasilianische Affe. Ihr lieben Leute, hört die Geschichte, die diese Tafel zu euch spricht. Strebt niemals über euren Stand hinaus und bleibt im Vaterland. In eines Urwalds grünem Zelt erblickte Yuko es Licht der Welt. Dort träumt er froh den Jugendraum und machte manchen Purzelbaum. Doch litt's nicht lang zu Hause ihn. Hinaus ins Leben wollt er ziehen. Wollt fremde Leut und Länder sehen. Und tat von Vater und Mutter gehen. Das erste war, was ihm passiert, als er ins erste Dorf spaziert, dass ihn der Pflanzer John Darling mit pechgeschmierten Stiefeln fing. Drauf ward, ehe es nur gedacht, er auf ein großes Schiff gebracht, wo ein Angora-Katzenpaar nicht sonderlich gut Freund ihm war. Damit die Leut vor der Gefahr des Branntweintrinkens er bewahr, trank er, so viel er konnt, davon. Doch Prügel nur hat er zum Lohn. Tom Cripps, des Bootsmanns schlimmen Sohn, der ihn so oft genecket schon, wollt er zur Straf und guter Lehr hinunterwerfen in das Meer. Dafür ward jetzt an ihm vollbracht, was er dem Knaben zugedacht. Doch glücklich schwamm er bald ans Land, wo Herr Professor Klecks ihn fand. Da tat es nun, wie hier zu sehen, dem Yuko ganz vortrefflich gehen. Doch, heimgekehrt, schenkt ihn sein Herr dem Herrn Professor Rüdiger. Du armer Mann, was quälst du dich mit all dem Zeug so fürchterlich? So dachte Joko, mitleidsvoll, und tat, was er nicht tun soll. Der Herr Professor, schreckensblass, warf ihn hinunter auf die Straße, und Yuko fiel, zum Glück für ihn, rat mitten auf den Topfmarkt hin. Die Töpferin schenkt ihm voll Verdruss dem Schornsteinfeger Ofenruß. Der gab ihn für 12 Groschen schnell an den Bedienten Gabriel. Von dem verkauft um 10 Louis d'Or an Herrn Baron von Silbermoor. Hat Yuko jetzt gar gute Zeit und dient dem Herrn Baron zur Freud. Als ausgefahren einst sein Heer, macht er statt seiner die Honneur. Da dacht Herr Oberst Eisenhaar: Wie ist mein Freund heut sonderbar? Und lief gleich zu Herrn Dr. Chlor. Helft meinem Freunde Silbermoor. Der Doktor kam mit schnellem Schritt und bracht einen Konstabler mit. Bald war der Irrtum offenbar, dass Yuko der Baron nicht war. Und 25 mit Geheul erhielt er auf den Hinterteil. Bei einer Hundskomödie wird alsdann Herr Yuko engagiert. Mit schlechter Kost und manchem Schlag musst er da spielen alle Tag. So also dankt es mir die Welt, zu der ich liebvoll mich gesellt. O lieber Schiffersmann, ich bin, nimm mich in meine Heimat mit. Und in des Urwalds grünem Zelt, wo er erblickt das Licht der Welt, träumt er aufs Neu den Jugendtraum und machte manchen Purzelbaum. Erkennend jetzt, wie treu und wahr die Mahnung seiner Eltern war: Strebt niemals über deinen Stand hinaus und bleib im Vaterland.